Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus der nächsten Kultur. Kurzmeldungen. Stuttgart. Ein Wohnblock im Stuttgarter Innenraum wurde gestern von Wertschätzung überflutet. Die Bewohner kommen aus dem Lächeln kaum mehr raus. Ihr seid so toll! Ich liebe euch! Europa. Der Brückenbau am Rande der Kultur geht voran. Immer mehr Brücken sind fertiggestellt. Weitere Brücken sind in Planung. Zögerlich, doch unablässig, beschreiten Menschen diese Brücken in die neue Kultur. München. Feedback wird modern. Einer Umfrage nach sind immer mehr Menschen offen für Feedback und verwechseln es weder mit Kritik noch mit Bewertung. Früher wollte ich kein Feedback hören. Feedback hat mich angegriffen, ich wurde aggressiv und Feedback war für mich eine totale Vernichtung. Heute weiß ich einfach, dass ein Feedback eine Rückmeldung ist, wo mir Möglichkeiten gegeben werden, Dinge anders zu machen, als ich sie vorher gemacht habe, weil das anscheinend so nicht funktioniert hat und deswegen mit dem Feedback kann ich Dinge anders machen. Also früher habe ich mich sehr angegriffen gefühlt, wenn ich Feedback bekommen habe. Ich dachte, die Person kritisiert mich, die mag mich nicht und deswegen pieselt sie irgendwann an mir rum. Und inzwischen habe ich aber festgestellt, dass eine Person erst gar nicht Feedback mir geben würde, wenn ihr nicht etwas an mir läge. Das heißt, wenn eine Person mir Feedback gibt, dann liegt ihr was an mir. Und deswegen bin ich sehr dankbar inzwischen, wenn ich Feedback bekomme. Feedback ist für mich pures Gold. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Danke, dass Sie eine Brücke in die nächste Kultur sind. Das sagenumwobene Schwert der Klarheit wurde endlich entdeckt. Nach monatelanger Analyse ist es uns möglich, die Serienproduktion aufzunehmen. Nähere Informationen zum Einsatz dieses Schwertes finden Sie unter www.nextculture.org. Machen Sie mit und gewinnen Sie eines dieser begehrten Schwerter der Klarheit und beantworten Sie dazu eine Frage. Was benötigen Sie, um das Schwert der Klarheit führen zu können? Ist es Mut? Ist es Wut? Oder ist es Geduld? Ihre Antworten bitte bis zum 31. Dezember 2010 an info@nextculture.org.